Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Es ist der letzte Tag vom Frühling. Sehr aufregend. Und very displeased today. Also sollten wir das lieber lassen. Ein neues Rezept. Omelette. Das ist so ein simples Gericht, aber so oft falsch ausgeführt. Ein perfektes Omelette ist ein Ding der Schönheit. Es ist der pure goldene Engel eines aufgeschlagenen Eis. Und ich zeige dir meine geheime Methode. Okay. Wir können Omelette machen. Schön. Erdbeeren, das kann man ignorieren. Was man aber gießen könnte, wäre der Kaffee. Die Bohne, keine Ahnung, ob sie morgen nochmal. Das ist fertig. Meine Seife brauchen wir dafür. Mühlschweiß, den können wir mal noch behalten. Wir haben ein Seaweed. Das Seaweed wollte jemand haben. Sam wollte das Seaweed. Wir haben zwei Fische dabei. Achso, wegen der Mine, ne? Aber Very Displeased ist wirklich schlecht. Schau her. Wir haben ein Silo. Das heißt, wir machen hier mal weg. Ne, wie viel ist drin? Nichts ist drin. Jetzt. Oh, die Fruchthöhle. Wenn wir schon mal hier rüberlatschen, können wir mal ganz kurz gucken, ob irgendein interessantes Obst gekommen ist. Oh, Kirschen. Kirschen haben wir noch nicht gehabt, oder? Ja, geil. Nice. Kirschen fürs Community-Chen, ja. Und dann können wir den Hühnerstall beauftragen. Oh, wie toll. Oh, bleib hier. Kleiner Scooby. Ich schlitz dich auf. Ah. Oder ich stütze dir nur das Fell. So. Mit der Sense. Man kennt es. Was sollten wir auch sonst nehmen, um seinen Hund zu scheren? Oder Schafe. Oder was auch immer. Ey. So. Ich fäll mal den Baum noch. Ich glaube, wir brauchen den Platz nicht, aber sicher, sicher. Oder ich den Hühnerstall eher hier so hinmachen. Wir brauchen jede Menge Heu, deshalb müssen nur nicht zu lange warten. Das Ding ist, bei Alex kommen, Sam kommen wir nicht ins Zimmer rein, weil er mag uns nicht wirklich so. Der ist irgendwo hier unten. Also wir müssen eh darauf warten, dass er seine Räumlichkeiten verlässt. Das Problem hatten wir ja am Anfang schon, wo wir ihn überhaupt erstmal kennenlernen wollten, dass er sich nicht rausbewegt hat. Sehr unangenehm. Ja. Also wahrscheinlich erst Mittag, Nachmittag. Vielleicht finden wir ihn später auch. Saloon. Ja. Egal. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Hobby. Dann laufen wir gleich Robin. Geben den Hühnerstall in Auftrag. So schön. Es geht voran. Stück für Stück. Und da heute eh kein guter Tag für die Mine ist, machen wir jetzt erstmal, erledigen wir das so. Ein bisschen Heu sammeln, Hühnerstall bauen. Und dann können wir ja sonst auch noch joa, angeln gehen oder so. Mein Gott. Dann sind wir noch nicht fertig. Das dauert halt einen Moment. Aber das muss, wenn es einmal voll ist, dann hebt es auch ein bisschen. Zack, lassen wir noch ein bisschen stehen an der Stelle. Und noch so viel Platz hier unten. Die Farm kann noch so schön groß werden. Ach ja, herrlich. Kommen wir unten durch? Ja. Wir schnappen das. Alles. Hier bei den Teppern. Aber gerade nichts fertig, macht aber nichts. Können wir später auch ein bisschen eine Baumfarm oder wie man das nennt, machen. Dass wir immer schön das Zeug kriegen. Braucht man nämlich auch zum Craften bei manchen Sachen. Das hier muss sowieso weg. Ist zu nah am Feld. Oh, jetzt kam gerade nichts mehr raus. Wie viel haben wir denn? Wir haben. Ah, es ist voll. Sehr schön. Können wir hier mal kurz aufräumen. Kohle, genau, die Kirsche brauchen wir fürs Community Center. Das können wir nicht gleich mitnehmen. Brauchen wir
Hier noch was. Ach so, Gunther. Dann machen wir doch. Schaffen wir das? Ich glaube schon. Gunther, Gunther. Das weiß ich nicht, warum wir das behalten. Gunther, Gunther. So, der Rest ist der Rest. Eine Kohle. Können wir hier rein tun. Und dann weiß ich nicht, was wir brauchen. Deshalb nehmen wir einfach alles mit Steine. Kupfer war es vielleicht auch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Dann noch das hier, das hier, das hier. Dann wäre ich alles, was man möglicherweise brauchen könnte. Und Geld. 5000. Ich glaube, 5000 reicht. Und dann laufen wir mal. Zu Robin. Das machen wir zuerst. Zum Glück heute ist Sonntag und nicht Dienstag, weil Dienstag ist die gute Frau ja. Und die Angel gar nicht mit. Egal. Da ist die gute Frau, ja. Sonst können wir ein paar Bäume fällen eigentlich auch. Das Foraging voranbringen, weil jetzt fast Sommer und wir brauchen unbedingt die Blitzableiter. Bei 5 sind wir bossen uns auf die 6, dass wir Blitzableiter machen können. Schönen guten Tag. Dass du gerade fertig bist, kannst gleich das nächste machen. Und es kostet nur 4000 Holz und Steine. Und wir machen das, wie gesagt, wir können es später verschieben. Ich sperre den Hund ein. Erstmal ganz nah. Dass man das dann direkt machen kann. Na, hey, was geht so, Robin? Sie hofft, dass ihr Mann, der Demetrius, nicht das Haus mit einem seiner Experimente in die Luft jagt. Ich bin mir nicht mal sicher, woran er arbeitet. Ich glaube, es hat was mit Pflanzen zu tun. Sind doch verheiratet oder so, unterhalten die sich nicht? Na, Maru, hi. Macht Spaß, auf der Farm zu arbeiten? Ja. Nun, das ist gut, oder nicht? Ja, das ist es. Ja. Every now and then. Was ist es? Gut von Zeit zu Zeit eine Pause zu nehmen von der Arbeit. Ich denke, das ist schwierig, wenn du auf einer Farm lebst. Und wenigstens im Winter. Aber im Winter musst du dich wenigstens nicht um die Pflanzen kümmern. Das ist richtig. Und er ist wieder hier unten. Ja, Sebastian. Der Junge. Dann laufen wir. Gunther hat noch ein bisschen. Ich habe natürlich auch die Honig dabei, weil hier könnte auch wieder ein Artefakt sein. Wir werden es nicht erfahren. Auch. Oh Mann. Ich soll vielleicht nochmal langlaufen mit der Ho. Die Kirschen. Kirschen. Ist gar nicht hier oben vielleicht. Ups. Oh, das hier da. Haben wir nur 6 von. Und das ist eben das ganze Obst kann man nämlich in der Fruchthöhle kriegen. Was sehr schön ist. Das, warte mal, der Rest war. Nur für Gunther. Ja. Gunther, der macht uns munter. Schon wieder Einzel. Ist auch der Hammer, wenn man, ne? Dass man Zeit verballert, wenn man auch nur in der Gegend rumlaufen will, eigentlich. Was ist die Haley? Ich habe gerade nichts, was ich dir schenken könnte. Hi. Meine Schwester ist so komisch. Manchmal frage ich mich, ob wir wirklich verwandt sind. Das ist nett. Äußerst charmant. Naja, hier ist auch wieder alles zu. Gärtner von jedem. Mixed Seeds können wir ein bisschen im Sommer ausbringen. Jetzt glaube ich, ist ja eh Quatsch. Schließlich ist der letzte Tag vom Frühling. Ganz wehmütig zurückdenken. Ja, er ist seit über 20 Jahren Bürgermeister. Und keiner hat sich hier gegen ihn gestellt, wenn es Zeit ist für eine Wahl. Ich will glauben, dass das daran liegt, dass ich meine Arbeit gut mache. Ich bin gern Bürgermeister. Ja, hat vielleicht auch einfach keiner Lust dazu. Achso, da will ich ja gar nicht hin. Zock. Hey, Alge. Immer noch essen. Für Energie. Muss auch Sam auf jeden Fall finden. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz zum lieben Gunther. Schmeißen ihn mit den Sachen ab. Vielleicht kriegen wir mal eine coole Belohnung. Mal coole Belohnungen. Mehr. Nimm mein komisches Zeug. Da, Dwarf Scroll, eine fehlt noch. Und es gab natürlich nichts. Deshalb kannte ich keinerlei. Schauen wir mal, ob wir Sam irgendwo finden. Ich glaube, der steht manchmal an einem Rum oder. Oh, guck an. Das ist er doch. Ja, Sam. Oh, ist ein schöner Tag, oder nicht? Warte hier. Oh, Millionen Dank, Millionenfach Dank. Ich hätte wissen sollen, dass du die bist für den Job. So, macht ihn glücklich. Mal gleich mal gucken, wie glücklich. Ein Herz, ich weiß zwar nicht, wie viel das jetzt heißt, aber. Ja. Dann. Müll.
Oh, das ist ja die alte Oma. Na, Oma. Es ist nicht so schön, so nah am Ozean zu leben. Ja, der Klang der See hilft mir beim Einschlafen. Hä, aber so dicht ist sie gar nicht dran eigentlich. Gut, sie ist am Fluss vielleicht ein bisschen. Als Kind haben wir nach Muscheln gesucht. Was, wenn die Flut zurückgeht? Ich weiß gar nicht. Das waren noch Zeiten. Ja, ja. Ja, ja, Oma. Das waren noch Zeiten. Manchmal sind da ganz coole Sachen drin. Und wir gehen jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal den irren Holzfäller. Alle Kühe. Hier können wir eigentlich auch ein paar Mix-Seeds. Sind eigentlich gar nicht schlecht für den Anfang. Wenn man eh am Pflanzen ist. Mensch, das ist doch gar nicht schlecht. Na, komm her. Jo. Dann hacken wir uns hier einfach mal wie ein Gestörter durch. Und wir können kurz bei der Händlerin gucken. Wir haben zwar fast kein Geld mehr, aber da wird es auch, weiß gar nicht, was sollte man als nächstes ausgeben? Man könnte in die nächste Angel investieren oder so, aber grundsätzlich hätten wir es zur Verfügung. Also, lass mal spickeln, was die gute Frau so Schönes hat. Gold, Kaktus. Boah, ich glaube, Kaktus brauchte ich noch. Großes Ei, das kriegen wir bald. Ein Lingcod, keine Ahnung. Crystal Fruit, Pufferfisch. Ist auch später. Ein Iridium. Schön. Cave Carrot. Rare Seed brauchen wir später. Ein Globus. Schön. Ich würde mal den nehmen. 300 können wir machen. Und ich glaube, ja, das brauchten wir noch. Gut. Wollen wir mal machen. Die Zelleknete haben wir ja. Dass hier alles in der Gegend rumfährt, ehrlich mal. Das da oben können wir halt noch nicht zerstören. Da müssen wir auf jeden Fall dann. Quatsch. Ist nicht strong enough. Da brauchen wir erst die Eisenaxt. Ja. Da kümmern wir uns dann auch drum. Aber wir werden dann erstmal. Warte, konnten wir das nicht schon? Ja, in Sprinkler investieren. Eisen, Gold und Quarz. Ja. Das wäre nämlich schon mal praktisch. Da ist dann nämlich schon mal eine Sache weniger, um die man sich kümmern muss. Deshalb werden wir dann auch Gold sammeln. Aber das an so einem Tag, wenn die very displeased sind, der unglücklich, dann lohnt sich das nicht wirklich, weil man ja auch weniger. Oh, hey, Lea. Die da auf dem Steg und malt. Das ist schon wieder, wenn ich irgendwelches Banging, wenn ich irgendwelche Schläge irgendwas von innerhalb ihrer Hütte höre. Dann ist wahrscheinlich nur sie, die an einer Skulptur arbeitet. Ja, das hat sie mir schon erzählt. Ich dachte, sie sagt mir vielleicht was anderes, was Schönes. Was sie da malt, was sie da macht. Wo sie ihre Muse herkriegt. Welche Muse sie geküsst hat heute. Naja. Ist ja, oh, Abigail. Hallo, Abigail. Magst du den Zauberer oder was machst du ja? Oh Mann. Ich schieb meine Hausaufgaben das ganze Wochenende auf. Es sieht aus, als gibt's wieder, als wenn sie wieder die Nacht durchmachen muss. Hausaufgaben. Wie ist sie denn, Mensch? Ich mag zumindest ihre Haare. Ja, nein, schön, dass sie lila gefärbte Haare und so hat. Schon mal eine coole Sache. Aber ich weiß immer noch nicht, mit wem man sich da am liebsten vermählen möchte. Sollte. Können dürfen tun. Weil übrigens gerade Bäume ohne Verstand, ohne genauen Plan. Einfach wild in der Gegend rum. Energie reicht eh nicht für alle. Und was noch steht, kann man sich dann am nächsten Displease-Tag holen. Beziehungsweise kann ja bis dahin auch schon wieder Zeug nachwachsen. Ich will die beiden Fische jetzt noch nicht essen. Würde ich mit in die Mine nehmen. Mal schön auf Goldjagd gehen. Auch einiges noch an Gold für die Sprinkler. Reicht aber allzu viel Eisen haben wir auch nicht. Aber da Gold schwieriger ist, weil es in der tieferen Ebene ist und da fiesere Viecher sind. Das ist wahrscheinlich das, was man nicht zuerst organisieren sollte. Naja, schon ist die Energie weg. Tja, zack und zack und. Dann gibt es wieder einen kurzen Tag, ja? Oder soll ich die noch. Ach komm, was soll's. Noch den letzten Tag voll auskosten.
Frühlings. Beginnt von heute auf morgen, so wie man es kennt, beginnt der Sommer. Einen Tag noch blüht alles nach. Und ist noch ein bisschen frisch und riecht nach Blümchen. Und im nächsten Moment ist es schon so heiß, dass man einfach sich nur schälen möchte. Bis man nichts mehr anhat, nicht mal mehr die Haut. Oh, ist das nicht gruselig, das ist so. Ja, ja, ja. Die Energie krieg ich wieder weg. Richtig. Ich meine, man braucht ja auch Holz zum Craft. Ja, wieder in die Richtung. Oh, wir könnten noch einmal unten gucken und nicht noch mal ein paar Spring Onions da rumfahren. Weil, wie der Name schon sagt, Spring Onion. Im Sommer gibt es da meines Wissens nichts. Die Hutmaus, die ist auch noch jetzt noch da. Die arbeitet ganz schön lange. Die hat eine wesentlich bessere Arbeitsmoral als die ganzen Leute in der Stadt. Oh, hier ist nix. Schade. Hier unten auch nicht. Sehr schade. Naja. Hätte ja sein können. Oder zurücklatschen. Jetzt ist ja auch schon gleich Schlafenszeit. Wundervoll. Können wir ja die 21 haben wir noch ein bisschen Energie noch in einen Baum bei uns auf dem Grundstück abarbeiten. Den müssen wir ja nicht komplett umhauen. Aber dann ist der schon mal angefangen fürs nächste Mal. Wir können vielleicht noch ein bisschen hier, das hier kaputt machen. Noch ein, zwei Mix-Seeds bekommen. Zu viele ja auch nicht. Wir brauchen ja auch. Wir wollen ja auch. Oh, stimmt. Das war nicht das Klügste. So viel Geld. Ja, das ist so viel Geld, aber Geld ist investieren. Wir haben jetzt gar kein Geld, um Samen zu kaufen. So ein Mist. Ich hätte lieber den Tag fischen sollen. Gut, dann verzögert sich das halt. Dann verzögert sich die Sommerlichkeit, Sommerernte und alles um einen Tag. Weil ich doof war. Passiert öfters tatsächlich. Passiert. Und dann kommt man sich doof vor. Aber schon zu spät. Ich habe nicht wirklich Geld aufgehoben. Ein bisschen wegmachen noch. Nicht zu nah, Freundchen. Und ja, dann hacken wir einfach den Baum nochmal bisschen an. 1, 2. Geht. Haben wir noch 10? Komm. Geht. Ja, geht doch. Easy, ich bin nicht mal langsam. Das passt doch. 7 Mix zieht. Ich glaube, einer war noch irgendwo drin, Mensch. Oh, wir haben sogar 13. Ja, die können wir auf jeden Fall ausbringen, wenn wir schon nicht viel Geld irgendwas haben. Ach, hier wäre noch Energie gewesen. Egal, Holz, das da rein. Den behalten wir gleich. Dann, das kommt hier hin. Der Kaktus kommt dahin erstmal. Und dann haben wir eigentlich irgendwas zum Schmelzen aktuell noch über. Nee, gell? Oh, hier doch ein Gold können wir machen. Und 19 Quarz. Gibt ja 19. Machen wir schon noch ein Sprinkler. Und hier auch, guck mal. Gar nicht alles eingeschmolzen. Hier haben wir noch Geoden zum Aufbrechen. Hm. Naja, bin mal gespannt. Wäre schön, wenn morgen dann weiß da ein bisschen glücklicher wären. Ach, Mist, jetzt war ich die anderen so genau abgezählt, aber beim Eisen habe ich natürlich eins zu viel mitgenommen. Naja, egal. Ab in die Heirat. Ich habe heute schon geherzt. Und gute Nacht. Ja, wieder einen Tag geschafft.